So, nachdem diese ganze Nummer jetzt hier ein bisschen sauberer ist als vorher, will ich mal zum Wiederzusammenbau voranschreiten. Allerdings wollte ich euch noch was zeigen, was mir auch jetzt erst aufgefallen ist, dass sogar innerhalb des Lochs für die Klingenachse, der Klinge Vertiefungen eingefräst sind hier. Und insgesamt sind es vier Vertiefungen eingefräst sind, die den Zweck haben, dieses Fett hier aufzunehmen, um eine dauerhafte Schmierung der Achse zu gewährleisten. Das sind so Details, die finde ich einfach geil. Da kann man sagen, was man will. Ich hätte mir vielleicht dieses Original How to Clean Your Sebenza oder How to Clean Your Ecosy oder was auch immer Video auf dem Kanal von den Reeves angucken sollen. Dann wüsste ich das jetzt besser, da ich das jetzt aber zwischenzeitlich nicht machen kann, habe ich mir jetzt selber den Plan zurechtgelegt, wie ich das gerne wieder zusammensetzen will, ohne irgendwas kaputt zu machen. Mir geht es nämlich darum, im Gegensatz zu den meisten anderen Messern, sind diese Riesenwasher hier ja in ihrer Position fixiert, durch den Stop-Pin. Die können sich also nicht mitdrehen, was ja bei anderen Messern im Normalfall schon so ist. Deswegen setze ich jetzt als erstes den Stop-Pin ein, damit ich eine Orientierung habe, wo ich die anlege und damit ich nicht, was ich auch schon einmal, glaube ich, fast gemacht hätte, diese Riesenwasher hier aus Versehen unter diesen Stop-Pin zu klemmen. Das wäre mehrfach doof. Einerseits wird das natürlich nicht ordentlich funktionieren. Andererseits wird das natürlich den Washer beschädigen, was ich nicht will. Deswegen schraube ich jetzt hier erstmal den Stop-Pin so wieder rein. Das ist so brutal irgendwie überdimensioniert, aber das ist verdammt, verdammt cool. Stehe ich drauf. Ist das Overbuild schon oder ist das so die Grenze von oder macht das so Sinn? Ich weiß nicht. Das könnte ich jetzt hier festlocktighten, wenn ich wollte, mit diesem hier. Mache ich allerdings beides nicht, also weder die Achse noch das hier, weil das immer noch zu ist und ich will es irgendwie nicht aufmachen, weil ich sonst glaube, dass ich es einmal aufmache und dann vergesse und dann trocknet es irgendwie ein. Bisher hat sich mit dieser Konstruktion hier, aber in meinem Gebrauch auch noch nie was gelockert. Also weder die Achsschraube noch das hier ist jemals irgendwie locker geworden, deswegen mache ich mir da eigentlich auch nicht viel draus, wenn ich ehrlich bin. Dann packe ich hier auch schon mal die Achse rein. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, das müsste man fühlen, aber hier ist einfach kein Platz. Also diese Hülse ist so genau abgedreht und dieses Loch, diese Passung ist so genau gefräst, dass da ist kein Platz dazwischen. Das ist super genau, das ist einfach geil. Kann man nicht anders sagen, ist einfach absolut genial. So, jetzt habe ich hier die, ja natürlich geht ja nur, ist ja spiegelverkehrt, höchstens spiegelverkehrt machbar. Dann kommt das hier zum Einsatz, Reef Grease. Da heißt jetzt Fluorinated Grease, ist mir gerade eben erst aufgefallen, dass das ja dann höchstwahrscheinlich PFOA, oder also PFAS sind irgendwelche polyfluorierten Kohlenwasserstoffe auf jeden Fall. Noch ein Grund für mich, das eher in homöopathischen Dosen einzusetzen. Ich muss mich mal umgucken, ob es da vielleicht irgendwelche Alternativen dazu gibt, weil, naja, also sollte ja mittlerweile irgendwie jedem Begriff sein, dass das Zeug irgendwie nichts ist, was man jetzt in seinen Lebensmitteln, in seinem Trinkwasser oder sonst was haben möchte. Deswegen setze ich hier nur ganz kleine Menge. Soll das schon reichen? Ja, lass das mal reichen. Ich verteile das jetzt hier nur so ein bisschen noch auf den Flächen und auch ein bisschen was auf der Achse, dass wie gesagt, sich diese Taschen da so ein bisschen füllen können mit diesem Zeug und das längerfristig hier in der Achse verteilen können. Das lassen wir mal noch offen, weil hier brauchen wir es ja noch. Und dann drücke ich mal den Lockbar und setze die Klinge hier rein. Das ist so knapp. Das ist so elendig knapp. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. So, dann sitzt hier der Lock erstmal. Dann kann ich hier ein bisschen was drunter packen. Ganz wenig mal. Nur, dass der Washer ein bisschen hält. Bin ich hier überhaupt noch im Bild? Ach, ich filme hier allen möglichen Käse, weil ich mich so drauf konzentriere, was ich hier mache. Ich sag's euch, ich hätte kein YouTuber werden sollen.
Und dann packe ich hier noch in die Taschen noch so hier ein klein bisschen und da und da und da. Weil das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, überschmiert. Also das war, glaube ich, unnötig, was ich da hatte. Bei der Menge werde ich es jetzt mal belassen. Schraub mal das hier zu. Und jetzt geht es darum, das Problem hatte ich letztes Mal nämlich, glaube ich, auch schon, als ich das wieder so zusammengesetzt habe, dass man wirklich absolut plan hier drauf muss, damit man diese Passung und diese Passung auf die Reihe kriegt. Jetzt gucke ich mal, ob das was wird. Also, so. Dann, das gleitet schon, aber nur, wenn es wirklich passt. Zip, zip. Ja, jetzt hat sich schon verkantet. Das reicht dann schon. Da sitzt dann eins zu früh. Und Titan hat ja sowieso die Neigung, sich so ein bisschen festzufressen. Und dann hat sich's gleich. Wie gesagt, das geht bestimmt besser. Das ist kein Tutorial. Das ist nur ein, ihr schaut mir beim Murks machen zu. Möchte ich mal anmerken. Jetzt. Klick-Klack. Jetzt hat das funktioniert. Gut. Naja, und jetzt bleibt nur noch die Achse und der Spacer-Pin hinten. Ja, genau, so war das ja noch. Was ich bei den Sebensers ja eigentlich cool finde, ist, dass es eine definierte Einstellung für die Achse gibt. Und zwar, wenn die Schraube angezogen ist, dann schlägt die innen in der Hülse an und dann ist das so, wie sich das gehört. Da ist nichts zu justieren, das ist so, wie das ist. Das finde ich eigentlich cool. Das ist beim Incosi nicht mehr so. Beim Incosi kann man sich seinen Klingengang einstellen, wie man möchte. Das werde ich jetzt dann auch noch tun. Ich mag den nämlich schon relativ stramm, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt mal nicht das hier hinten vergessen. Schräubchen, Schräubchen. So. Fester muss, glaube ich, nicht. Nee, passt. So, dann schauen wir mal, wie das ist. Das ist sehr fest. Also justieren wir mal ein bisschen nach. Man kann ja, Gott sei Dank, hier gegenhalten und das genau einstellen. So ist zu fest. Also gehe ich mal, das ist so eine Einstellungsfrage, jetzt gehe ich mal höchstens ein Achtel, ne, weniger als ein Achtel. Eigentlich eher ein Sechzehntel, wenn das wahrscheinlich sogar weniger als ein Sechzehntel zurück. Ja, ist immer noch zu fest. Also nochmal kleines Stücken. Vielleicht so. Ah ja, jetzt ist das so, wie ich das gerne habe. Das ist relativ fest. Man kann es, wenn man will, auch fliegen lassen. Okay, jetzt greift erst das Fett, merke ich. Jetzt kann ich wahrscheinlich sogar wieder ein bisschen zumachen. Ja. Aber so kenne ich das, so hatte ich das vorher. Dass man schon ordentlich Schwung geben muss mit dem Daumen, dass es fliegt. Und wenn man es normal, also entspannt aufmacht, dann hat man so dieses hydraulische Gefühl, wie es immer beschrieben wird. Ist ja auch geil einfach. Also da mache ich jetzt dann noch ein zweites Video drüber. Und zwar mal abgesehen vom Innenleben, warum ich das auch im zusammengebauten Zustand geil finde. Aber ja, das war es mal so ein von innen. Also jeder, der meinem Kanal halbwegs lange schon zuschaut, weiß eigentlich, dass es systematische Videos bei mir eigentlich eher selten gibt. Ich glaube, das Systematischste, was ich jemals gemacht habe, waren diese paar Schleichvideos und vielleicht diese Spider-Wars-Videos, die ich mal da hatte. Der Rest ist irgendwie Show and Tell mit ganz viel Blabla. Aber ja, das war Incosi von innen. Ich sag mal soweit, vielen Dank fürs Reinschauen. Liken, kommentieren, bewerten etc. pp. Und dann sehen wir uns im nächsten Video zu diesem Messer. Tschüss.